Ja, ich habe heute die große Ehre, die neue Konsole von Nintendo testen zu dürfen, die Nintendo Switch. Der Spielehersteller hat sich diesbezüglich erstmals dazu entschieden, so eine Art Hybrid-Konsole auf den Markt zu bringen. Das heißt, es ist nicht nur eine klassische Konsole, wie man es vielleicht von der Nintendo Wii oder von der Nintendo Wii U kennt, sondern es ist gleichzeitig auch ein Handheld, also praktisch vergleichbar mit dem Nintendo 3DS. Das heißt, egal wo ich gerade unterwegs bin oder ob ich daheim bin, ich kann eigentlich jederzeit den vollen Spielegenuss genießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde sagen, schauen wir uns ein bisschen an, wie Nintendo sich da geschlagen hat. So be yourself. Es ist super gut verarbeitet, also es wirkt alles sehr, also qualitativ sehr, sehr hochwertig. Wirkt aber trotzdem nicht so, als würde da schnell irgendwie eine Abnutzungserscheinung auftreten oder als würden einzelne Teile leichter abbrechen können. Als Launchspiel zu Nintendo Switch kommt ein sehr heiß erwarteter Titel hinzu. Zelda Breath of the Wild ist ein wirklich wunderschönes und wunderbares Spiel. Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Es sind wunderschöne Landschaften, die man dadurch kreuzt, tolle Quests, aufregende Schlachten, schöne Bilder. Also auch da ist die Qualität der Nintendo Switch und auch des Spiels wirklich überraschend gut. You must save her, my daughter. Ja, zu meinem Fazit, wie schon vorhin erwähnt, ich finde die Konsole ist grandios. Die einzelnen Spiele, die bereits mitgeliefert wurden, Just Dance 2017 und Zelda Breath of the Wild, sind großartig. Die Verarbeitung ist qualitativ sehr, sehr hochwertig. Einzige Minuspunkte muss man leider sagen, der interne Speicher ist sehr gering gehalten mit 32 GB. Da finde ich, hätte Nintendo doch ein bisschen mehr klotzen als kleckern können. Und es ist natürlich auch so, dass man sagt, ja, Akkulaufzeit, weil natürlich auch im Trailer immer so gezeigt wird, man kann es auch im Flugzeug spielen etc., ist mit 3 Stunden, finde ich, schon sehr solide, aber vielleicht hätte man da auch sozusagen ein bisschen nachrüsten können. Ja, wie gesagt, abschließend bleibt nur noch zu sagen, ich persönlich kann eine Empfehlung ausgeben, Nintendo Switch kommt am 3. März am Markt und ich wünsche freudiges Spielen und viel Spaß damit.